So, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Top Ten Show hier bei Pöll TV. Und es ist gut und richtig, dass Sie genau diese Top Ten Show erwischt haben. Denn man liest es immer wieder, man hört es immer wieder in den Zeitungen, in den Nachrichten und logischerweise auch im Fernsehen. Sparen, sparen, sparen ist angesagt. Gerade wenn es um Heizen und um Strom geht. Nur wie macht man das? Es ist eigentlich ganz einfach, wenn man ganz genau hinschaut. Wir zeigen Ihnen, wie es gemacht wird. Herzlich willkommen bei der Top 10 zum Thema Sparen und wir starten mit Platz Nummer 10. Eine Sache gibt es, die sollte man im Vorfeld zum Sparen machen, nämlich den Ist-Zustand bei Ihnen zu Hause ermitteln. Und dafür haben wir unsere Energiekostenmesser bzw. Stromverbrauchszähler, um mal den ein oder anderen Stromfresser zu Hause bei Ihnen zu identifizieren. Mhm. Und so einfach mit so einem Gerät kann das sein. Es ist kinderleicht mit diesen Stromkostenzählern. Der zählt den Strom, den ein Gerät gerade verbraucht. Ich zeige Ihnen das mal eben. Ich stecke den hier vorne mal rein in eine Steckdose. Dann stecken Sie Ihr Gerät, was Sie messen wollen, hier vorne in die Steckdose. Sie sehen hier, wie viel Watt gerade gebraucht werden. Sie sehen, wie viel Volt gerade geliefert werden. Sie sehen, wie viel Watt insgesamt, wie viel Kilowattstunden Sie schon verbraucht haben. Im Moment natürlich 0,0, weil wir hier nichts angeschlossen haben. Was viel interessanter ist, Sie können hier auch sehen, wie viel Euro Sie das gekostet hat, weil Sie hier auch noch Ihren aktuellen Strompreis eingeben können. Das heißt, dieses Gerät zeigt Ihnen auf Euro und Cent, was es kostet, ein Gerät zu betreiben. Was es kostet, ein Gerät zu betreiben. Was es kostet, ein Gerät im Standby-Modus zu haben. Mhm. Du glaubst gar nicht, wie viel Strom so ein Computer meinetwegen, der einfach nur in der Steckdose steckt, aber nicht an ist, was diese Geräte alle an Strom brauchen. Ganz zu schweigen. Moni, du hast auch so ein Entertainment-Center bestimmt zu Hause, wo dein Fernseher, dein DVD-Spieler. Ja, alles zusammen. Alles zusammen. Mhm. Das kostet bares Geld im Jahr. Und um das zu sehen, brauchen Sie einen Energiekostenzähler. Ja. Da brauchen Sie nicht irgendwie physikalisch, elektrisch irgendwas zu berechnen, nochmal Ihr altes Physikbuch rauszuholen, um zu sehen, was kostet mich das jetzt überhaupt. Mhm. Hier geben Sie einfach Ihren Strompreis ein und dieses Gerät zeigt Ihnen das auf Euro und Cent. Wir haben hier ein Zweierset dieser digitalen Energiekostenmesser, die so einfach zu bedienen sind. Schönes großes Display, dass man auch das gut lesen kann und damit sparen Sie bares Geld. Also ich kann es nicht anders sagen, es macht einfach Spaß, die zu benutzen und dann eben zu sehen, was ich alles sparen kann damit. Schalten Sie es einfach mal so einen Tag oder zwei oder mal so eine Woche oder sowas zwischen Steckdose und dem Gerät, bei dem Sie wissen möchten, was kostet mich der Spaß eigentlich, was verbraucht das Gerät aktuell innerhalb eines Tages, innerhalb einer Woche, innerhalb eines Monats, je nachdem, welchen Zeitraum Sie da selber wählen. Und lassen Sie sich von diesem Gerät selber berechnen, was dieser Zeitraum gekostet hat. Ist vielleicht auch mal ganz interessant, mal rauszukriegen, was ein etwas älterer Kühlschrank beispielsweise verbraucht und wie weit sich das auf den, wie weit sich das mit einem anderen Artikel oder mit einem neuen Kühlschrank mit einer anderen Energieeffizienzklasse bemerkbar machen würde. Somit findet man ganz einfach die Stromfresser bei Ihnen im Haushalt, das Zweierset. Für 16,14 Euro ein unglaublich beliebter Artikel in diesen Tagen bei uns hier bei Pöll TV, wenn natürlich auch der Strompreis in den letzten Tagen und Wochen nur noch eine Richtung kennt. Und das ist ganz klar nach oben. Suchen Sie die Stromfresser zu Hause, schauen Sie nach, was brauchen Ihre Geräte im aktuellen Verbrauch oder auch im Standby-Verbrauch. Und dann wissen Sie ganz einfach Bescheid. Das Zweierset mit der Bestellnummer NC9578. Und der 569. Dem einen oder anderen ist es vielleicht ein bisschen zu kompliziert, sich das Ganze so anzuschauen auf diesem Display. Deswegen gibt es zu dem Gerät noch eine Alternative und die finden wir auf Platz Nummer 9. Auch das ein Stromverbrauchszähler und Energiekostenmesser im Zweierset, allerdings jetzt hier mit einem drehbaren Display. Da ist das Ablesen noch leichter. Da ist das Ablesen noch leichter. Ich will das mal kurz demonstrieren. Ich stecke das wieder hier mal in unsere Standardsteckdose. Jetzt kann ich hier das Display von meiner Position aus nicht richtig sehen. Wenn die Steckdose irgendwo hinterm Sofa ist, wo ich es gar nicht richtig sehen kann, kann ich jetzt das Display, und es gibt mir genau die gleichen Informationen, die ich eben hatte. Das heißt, ich kann den Strompreis sehen. Ich kann sehen, wie viele Energie ich gerade benutze.
hier mit diesem Display kann ich das wirklich von überall sehen, ist ein Upgrade dafür, für Steckdosen, die Sie eben nicht so gut sehen können. Beziehungsweise, wenn das mal auf dem Boden ist. Ich müsste jetzt von oben hier rauf gucken. Ich kann das in meine Richtung drehen, egal wo ich bin. Wenn ich von der Seite gucke, kann ich es hier hindrehen. Wenn ich von der Seite gucke, kann ich es von hier hindrehen. Und das ist der Vorteil, den ich hier habe mit diesem tollen Energiekostenmesser. Wir haben hier eben auch wieder den absoluten Überblick, wie viel Strom wir brauchen, wie viel Euro und Cent, und darauf kommt es an, gerade bei den Strompreisen heutzutage, wie viel Euro und Cent mich ein Gerät kostet. Und wenn ich dann sehe, dass mich so ein Entertainment Center, wo der Fernseher, der DVD-Player, der SAT-Receiver und eine Spielekonsole dran ist, mich das am Tag, nur weil es in der Steckdose steckt, was weiß ich, vielleicht schon mal einen Euro kostet oder so, oder einen halben Euro, dann läppert sich das. Ja. Und da kann man dann echtes Geld sparen, wenn man eben mit diesem Energiekostenzähler diese Energiefresser, sage ich mal, identifizieren kann. Ja. Und die haben wir alle. Wir wissen es nur nicht. Hiermit kann ich das nachgucken. Ja. Hiermit kann ich sehen, wo ist mein Energiefresser, wie viel Energie frisst der und vor allem, wie viel Geld kann ich sparen? Ja, wir haben dieses, Sie werden mich diesen Satz in dieser Sendung häufiger sagen hören, aber gerade dieses Thema ist natürlich brandaktuell. Wir waren in den letzten Jahren doch zugegebenermaßen alle, ich sag's mal so deutlich, wie es ist, vielleicht ein bisschen faul. Wir haben den Heizkörper ganz einfach mal auf Stufe 3 oder 4 gedreht oder auch mal das ein oder andere elektronische Gerät im Standby belassen. Mein Gott, ja, von den Kosten her war das alles dann noch irgendwie zu schultern oder noch weitestgehend überschaubar. Mittlerweile sind wir in Preiskategorien vorgerückt, wo man sich diesen Luxus mitunter nicht mehr leisten möchte und auch zugegebenermaßen der ein oder andere nicht mehr leisten kann. Und deswegen macht es Sinn, hier ganz einfach mal zu schauen, was ist denn eigentlich Sache bei mir zu Hause? Was braucht mein Fernseher im Standby-Betrieb? Was braucht mein Kühlschrank? Was braucht mal die Stehlampe? Sollte ich vielleicht mal Birnen austauschen? Und. Das alles machen Sie hier mit diesem Energiekostenmesser im Zweier-Set mit dem drehbaren Display, mit der Bestellnummer NC7656 und der 569. Wir bleiben noch einen kurzen Moment beim Thema Standby und zeigen, wie Sie ganz bequem elektronische Geräte vom Netz trennen können. Und das tun wir mit Platz Nummer 8. Elektronische Geräte vom Netz trennen, ganz einfach den Stecker rausziehen. Wenn der Stecker aber hinterm Sofa oder hinterm Schrank ist, ist das nicht so einfach, wie es im ersten Moment klingt. Dafür gibt es sogenannte WLAN-Steckdosen und die haben wir hier jetzt sogar im Dreier-Set für Sie. Ist das nicht unglaublich? Dieses kleine Gerät kann Ihnen so viel Geld sparen. Wir haben hier das Dreier-Set. Das ist eine Steckdose. Ich stecke die mal rein. Die verbindet sich mit dem WLAN. So, und wenn die mit dem WLAN verbunden ist, dann kann ich mit einer App auf meinem Handy, das zeige ich Ihnen auch gleich, alle möglichen Informationen davon sehen und sie auch an- und ausschalten. Du kennst das auch bei dir, ne? Wenn du hast so eine Stehlampe, die hinterm Sofa steht, habe ich gesehen. Meine Stehlampe steht, oder der Stecker für meine Stehlampe ist hinter so einer sehr schönen Säule mit einer Dekoblume drauf. Und jedes Mal, wenn ich den Stecker ziehen müsste, müsste ich die Säule wegnehmen und die Blume runternehmen. Mein Fernseher, das gleiche, irgendwo hinterm Schrank von meinem Lowboard logischerweise. Und die große Steckdosenleiste für alles das, was im hinteren Bereich meines Sofas mit Strom versorgt wird, ist hinter meinem Sofa. Da komme ich so ohne weiteres gar nicht dran. Da wäre es super, wenn ich ganz einfach mal vom Sofa, vom Handy aus, eben zack ausmachen könnte. Und genau das kann ich hier. Ne? Ja, du hast hier jetzt diese App. Ich hoffe, man sieht das einigermaßen. Das ist ein großer An-Aus-Knopf. Wir haben hier jetzt auch mal einen richtig fetten Stromverbraucher rangehängt. Aber hier kann ich jetzt zum Beispiel schon mal diesen Stromverbraucher an- und ausschalten. Das ist schon mal super praktisch, gerade für solche Steckdosen, an die man schlecht rankommt. Was hier auch noch drin ist, ist ein Energiekostenzähler. Und das ist das Beeindruckende. Ich kann jetzt sehen, wie viel Strom mein Gerät verbraucht, genauso wie die Steckdosen, die wir davor hatten. Hiermit kann ich das alles sehen und eben darauf reagieren. Ich kann Standby-Geräte an- und ausschalten. Ich kann sehen, wo sind meine großen Stromfresser. Das alles ganz bequem von meinem Sofa aus, weil das eine WLAN-Steckdose ist. Und der Preis hier für das Dreier-Set, den finde ich unglaublich. Der liegt bei 37,99 Euro. Das ist bei den Kollegen von Pearl.de übrigens ein absoluter Preishit für knapp 40 Euro. Bei uns sparen Sie noch mal zusätzlich Geld, neben dem Geld, was Sie per se schon mit diesem Artikel sparen, wenn Sie Ihre elektronischen Geräte ganz einfach per Tastendruck aufs Handy
vom Stromnetz komplett trennen oder natürlich auch ganz einfach vom Handy aus einschalten. Und alles in allem, sagt man, sind das knapp 165 Euro im Durchschnitt. Ich behaupte, bei den aktuellen Strompreisen ein Stück weit wahrscheinlich schon fast an die 200 Euro Standby-Kosten in einem klassischen deutschen Haushalt, die man sich pro Jahr sparen kann, nur wenn man Geräte vom Netz trennt. Aber jedes Mal Stecker ziehen ist unpraktisch. Damit geht es wesentlich einfacher. Das Dreier-Set mit der Bestellnummer ZX2900 und die 569 keine 38 Euro. Und damit spart man wirklich bares Geld. Bares Geld sparen Sie aber auch mit dem nächsten Platz. Und das schauen wir uns an, ist Platz Nummer 7. Wer das ganze Gedönse mit dem Handy und mit der App und so weiter gar nicht will, hat noch eine andere Alternative für Sie. Ja, bitte schön. Und das hören wir immer wieder. Mensch, gibt es ja nicht mal was ohne Handys? Doch, gibt es auch. Es gibt diese Mehrfachsteckdosen mit den einzelnen Steckplätzen, die man ganz bequem per Tastendruck auf der Steckdosenleiste an sich an- und wieder ausschalten kann. Und die zeigen wir Ihnen jetzt. Die haben wir einmal als Dreier- und einmal als Fünfer-Variante. Ja, die sieht ausgesprochen schick aus, ist aus diesem edlen, ja, hochwertigen Kunststoff mit der Klavierlackoptik. Und Sie sehen schon, wir haben hier eine Dreifachsteckdose und jede Steckdose hat ihren eigenen Schalter, die ich damit dann eben einzeln an- und ausmachen kann. Zum Beispiel für Standby-Geräte ist sowas natürlich fantastisch. Ich kann hier, bei mir am Schreibtisch zum Beispiel, habe ich natürlich meinen Computer, ich habe aber auch einen Drucker. Und den Drucker brauche ich nur, wenn ich drucken will. Richtig. Der steckt aber in einer Steckdose und braucht Strom. Den kann ich jetzt ganz einfach hier ausschalten. Diese Dreifachsteckdose ist, wie gesagt, einzeln schaltbar. Ein Scanner ist auch so eine Sache bei mir am Schreibtisch. Und wir haben dabei noch ein 1,3 Meter langes Kabel. Das heißt, es ist ausgesprochen komfortabel. Oh, schön lang. Ich bin da eben nicht gebunden räumlich jetzt, wo ich diese hin tue. In der Küche natürlich auch. In der Küche, was hast du alles in der Küche, Moni, so an elektrischen Geräten? Mein Wasserkocher, mein Toaster, mein Sandwichmaker, meine Kaffeemaschine bzw. ja Kakaomaschine, mein Smoothie-Maker, mein Handy muss ich laden, ja, einiges. Ja, und das sind Geräte, die normalerweise einfach in der Wand stecken, ne? Mikrowelle ganz auch noch. Wichtig. Ja, aber das sind Geräte, die normal in der Wand stecken, ne? Ja. Und wenn die in der Wand stecken, brauchen die Strom, weil sie Standby sind, ne? Hier kann man die einzeln an- und ausschalten. Hier ganz komfortabel. Hier mit der Dreifachsteckdose zum super Preis. Eben, das ist eine sehr hochwertige. Da können Sie auch richtig viele Watt durchjagen. Also 3680 Watt. Das ist so viel Strom, wie ein normaler Stromkreis bei Ihnen zu Hause hat. Ja, unglaublich komfortabel. Übrigens sind die Schalter auch noch beleuchtet. Ja. Das heißt, Sie müssen nicht jedes Mal schauen, ist jetzt der Schalter auf ein oder aus. Und das kompliziert dann eben erstmal mit dem Licht drauf und so weiter. Sie sehen automatisch, wenn er eingeschaltet ist, leuchtet er. Ist er ausgeschaltet, ist er eben aus. Einfacher kann man elektronische Geräte kaum noch vom Netz trennen als mit so einem ganz einfachen Kippschalter. Haben wir einfach eine Erst-Dreier-Variante für 13,29 Euro. Das ist natürlich ein Spitzenpreis. Normale Steckdosenleiste kostet schon 15 bis 20 Euro. Ja. Und die ist nicht abschaltbar. Diese ist es. Bestellnummer ist die PX1830. Und die 569, vielleicht ist aber auch die 5er-Variante für Sie interessant. Ich finde, gerade so im Computer, im HiFi, im Entertainment-Bereich nutzt man viel diese 5er-Steckdosenleisten. Da hängt eine ganze Menge dran, ne? Ja, du hast gehört, was Moni alles in der Küche hat. Wir haben auch so viel in der Küche. Das sind Sachen, die man einzeln abschalten kann. Sachen am Schreibtisch, im Entertainment-Center. Sie haben einen DVD-Spieler, aber wie oft gucken Sie CDs? Mal Hand aufs Herz. Der muss ja auch nur reingesteckt sein, wenn Sie eine DVD gucken. Das ist Strom, den Sie sparen. Und heutzutage sind das nicht ein paar Cent, das sind Euro im Monat, die Sie da sparen, wenn Sie die einzeln abschalten, diese Standby-Geräte. Natürlich haben Sie auch jede Menge Komfort dabei. Ich denke da auch mal an diese Weihnachts-LED-Lampen oder sowas, die vielleicht einen Schalter haben, aber der ist dann irgendwo hinterm Tannenbaum. Hiermit kann man sowas natürlich auch super ein- und ausschalten. Entweder die Dreier- oder die Fünfer-Steckdose. Alles, was wir Ihnen hier zeigen, verspreche ich Ihnen, haben Sie in kleiner Zeit wieder raus vom Anschaffungspreis, weil die sich selber amortisieren. So, die Fünfer-Steckdose, die Fünffach-Steckdosenleiste, die einzeln schaltbar ist. Wir sehen es hier übrigens auch sehr schön angeordnet, dass man auch mehrere dicke Stecker nebeneinander platzieren kann, passt also alles rein, ist in der Premium-Serie bei unseren Kollegen von Pearl.de schon sehr günstig zu haben, für knapp 16 Euro, also am häufigsten bestellt und am besten bewertet, bei uns aber natürlich im TV-Sonderpreis für gerade mal 15,10 Euro. Damit sparen Sie jede Menge Geld, wenn Sie Ihre elektronischen Geräte nicht umständlich durch das Ziehen des Steckers
vom Netz trennen würden. USB-Ladegeräte. Das sind, wenn die im Stecker stecken, fressen die einfach Strom. Ja. Das ist so. Ne? Da kommt eine ganze Menge zusammen. Ja. Gerade der Standby-Strom wird häufig unterschätzt, in den meisten Haushalten übrigens. Aber den Luxus können und wollen wir uns in diesem Winter nicht mehr leisten. Deswegen die 5-fach Steckdosenleiste mit der Bestellnummer PX1832. Und die 569. Ein- und abschalten ist nicht so ihr Ding. Auch diese Schnörkelsgedöns da mit dem Handy muss auch nicht unbedingt sein. Eine ganz ordinäre Fernbedienung wäre genau das Richtige für Sie. Dann schauen Sie ganz genau hin mit Platz Nummer 6. Auch auf Platz Nummer 6 haben wir eine 5-fache Steckdosenleiste. Allerdings ist das eine Funksteckdosenleiste, da bekomme ich eine Fernbedienung dazu und schalte die Steckdosen ganz einfach per Funkfernbedienung zu oder ab. Ja, und das finde ich unglaublich. Du kannst jede einzelne dieser Steckdosen mit der Fernbedienung an- und ausmachen. Du kannst auch alle gleichzeitig an- und ausmachen. Ja. Das wäre sowas für so ein Entertainment Center, weißt du, weil die sind meistens in einem Schrank oder auf dem Schrank. Alle Kabel sind gut versteckt, das muss ordentlich aussehen. Mit der Funkfernbedienung kommen Sie jetzt trotzdem an die einzelnen Steckdosen ran, um die an- und auszuschalten. Lampen, die hinterm Sofa stehen, Lampen, die, wo der Lichtschalter am anderen Ende des Raumes ist. So viele Anwendungsmöglichkeiten. Und natürlich sparen Sie wieder Strom, wenn Sie Ihre Standby-Geräte da reinstecken. Weil jetzt brauchen die keinen Strom, obwohl sie in der Steckdose stecken, wenn ich die Steckdose ausgeschaltet habe. Ich finde es auch toll, dass unsere Mehrfachsteckdosen alle so im 45-Grad-Winkel angeordnet sind. Ne? Ja, ja. Da kriegt man mehr Stecker rein. Du kennst das auch, diese großen Stecker, die dann eine andere Steckdose blockieren. Hier kann man eben das alles machen. Diese Funkfernbedienung reicht übrigens 30 Meter weit. Boah. Also kannst du durch geschlossene Räume, durch alles machen, kannst du einzeln deine Geräte an- und ausschalten. Da liege ich im Bett und schalte die Geräte im Wohnzimmer per Funkfernbedienung an oder aus. Ja, du kannst sagen, oh, cool. Die Lampe unten ist ja noch an, oder? Ja. Oder du hast so eine Stehlampe neben der Treppe stehen. Ja. Und die machst du an, wenn du hochgehst, und machst du aus, wenn du oben angekommen bist. Das ist clever. Ne? Gibt nicht Schlimmes, als im Bett zu liegen und feststellen, ich habe was vergessen, muss nochmal aufstehen. Ja, das ist so der Komfort, den man hat. Ne? Ja. Es ist unglaublich praktisch und ich kann natürlich verstehen, dass viele sagen, entweder habe ich kein Smartphone und kann diese Geschichte da mit dem Fernsteuern per Smartphone so nicht hinbekommen oder auch das Zu- und Abschalten ist vielleicht auch ein bisschen zu umständlich für Sie. Dann nutzen Sie doch ganz einfach die Gelegenheit, hier das Ganze mit einer stinknormalen Fernbedienung zu machen. Und wegen du das richtig sagte, Sie können alle 5 Steckplätze auf einmal zu- oder ausschalten. Sie können aber auch jede einzelne zu- oder ausschalten. Also von 1 bis 5 sind die entsprechend durchnummeriert und das funktioniert hervorragend mit einer ordentlichen Reichweite. Versuchst du einfach auszuschalten. Du musst jetzt diese Steckdosenleiste eben nicht mehr offen irgendwo hinlegen. Du kannst die tatsächlich irgendwo verstecken, hinter einem Möbelstück, hinterm Sofa und kommst trotzdem an die Steckdosen ran. Das finde ich so toll hier dran. Und wir haben alle diese Geräte, die ganze Zeit in der Steckdose stecken, ohne dass wir sie benutzen. Und das ist Strom, der uns richtig Geld kostet. Strom ist viel, viel teurer geworden. Wir liegen im Moment bei Neukunden bei 40, 50 Cent pro Kilowattstunde. Wir liegen in Bremen bei uns, ich glaube, wir zahlen 27 Cent. Aber wir haben schon eine Ankündigung gekriegt, dass das hochgeht vom Energieversorger. Das dürfen die nämlich inzwischen. Ja, ne? Und da kann man eben echtes Geld sparen, wenn man die abschaltet einfach. Ja, und es macht natürlich Sinn, so früh wie irgendwie möglich mit dem Sparen zu beginnen, möglichst früh darüber nachzudenken, wie kann ich bei mir zu Hause Strom und Heizung sparen. Und das kann auch schon in den nächsten Tagen losgehen, denn bis jetzt können wir alles das, was wir gesehen haben, ab Lager liefern. Und so ist das auch bei unserer 5-fach-Funksteckdosenleiste, die man hier per Fernbedienung einzeln oder insgesamt zu- oder abschalten kann. Bei den Kollegen von Pöll.de sehr günstig in der Premium-Serie, am häufigsten bestellt und am besten bewertet. Mhm. Bei uns für 33,24 € im TV-Sonderpreis. Bestellnummer hierfür ist die PX2410 und die 569. Das gleiche oder etwas Ähnliches gibt es aber auch noch mal in einer etwas kleineren Variante. Mini-Funksteckdosen finden Sie hier bei uns auf der 5. Man ja auch schon mal, dass man verschiedenste Geräte in unterschiedlichen Ecken des Raumes stehen hat. Da nützt natürlich so eine Steckdosenleiste wenig. Da brauche ich einzelne funkschaltbare Steckdosen. Und die haben wir jetzt hier im praktischen Viererset. Da erwähne ich nochmal meinen
meine LED-Leuchtwand überm Sofa. Die steckt in einer Ecke des Raumes, meine Stehlampe in der anderen. Aha. Und dann habe ich noch die Beleuchtung von meinem Lowboard auf der anderen Seite. Also da komme ich mit einer Steckdosenleiter nicht weiter, da bräuchte ich einzelne Steckdosen. Vergiss nicht dein Entertainment Center, was auch noch Strom braucht. Das steht im gleichen Zimmer. Ich weiß. Hier bekommen Sie 4 einzeln schaltbare Steckdose mit dieser Fernbedienung. Mit der Fernbedienung können Sie jede einzelne Steckdose einzeln an- und ausmachen oder auch hier wieder alle gleichzeitig an- und aus. Also vom Komfort nicht zu überbieten. Du hast es gesagt, du hast verschiedene Lampen bei dir, wo du sonst jeden Schalter einzeln durchs ganze Raum, drei, viermal durch den ganzen Raum turnen musst. Und ich muss bei jedem Schalter oder bei jeder Steckdose klettern. Und du musst überall klettern. Ja. Das hält natürlich jung, ist aber lästig. Hiermit können Sie das alles einzeln mit der Fernbedienung machen. Sie kriegen hier 4 Steckdosen, die alle einzeln schaltbar sind. Und das ist eben dieser Luxus, den wir einerseits haben, aber andererseits natürlich auch zum Stromsparen ideal, weil jetzt kann ich wieder meine Standby-Geräte hier ausschalten. Sie sparen Geld, wenn Sie Ihre Standby-Geräte ausschalten. Ich sage es immer wieder, weil hier geht es ums Sparen. In dieser Top 10 geht es ums Sparen. Ja. Diese Steckdosen sind unglaublich beliebt bei Ihnen. Wenn Sie sich den Querschnitt dieser Steckdosen angucken, dann sehen Sie, dass die sehr, sehr klein sind. Mhm. Die sind kaum größer als ein Stecker. Das heißt, die können Sie sogar einzeln in eine Mehrfachsteckdose stecken. Also unglaublich. Natürlich sind die absolut sicher hier mit 3 Polen. Die leiten den Strom einfach nur weiter. Und mit der Fernbedienung sind alle 4 einzeln schaltbar. Die Reichweite hier ist sogar 50 Meter. Also da kannst du wirklich bei dir noch ins Schlafzimmer gehen, Türen zu und noch weiterhin. Die kann ich in der Wohnung meines Nachbarn unterbringen, kann die immer noch vom Sofa aus fernschalten. 50 Meter, entschuldige bitte. Ja, Funk hat halt den Vorteil gegenüber Bluetooth oder so, dass das durch Wände geht, ne? Du kannst vom Keller. Das ist der Vorteil bei Funk. Bei Bluetooth und so weiter hast du immer, wenn da eine Wand dazwischen ist, hast du Schwierigkeiten. Bei Funk funktioniert es auch durch Wände und durch Türen durch. Ganz genau. Ja. Und ich meine sogar vielleicht besser als WLAN. Aber es ist einfach unglaublich, was wir hier eben für einen Luxus und für einen Sparpotenzial haben mit diesem 4er-Set einzelner Steckdosen, die Sie mit dieser einfachen Fernbedienung ganz einfach einzeln an- und ausmachen können oder alle zusammen. Du kannst den Masterschalter, ich gehe schlafen, drückst einen Knopf, zack, alle Lampen sind aus, dein Entertainment Center ist aus. Ja. Perfekt. Ja, ich denke, weil du es eben erwähnt hast, denke ich jetzt auch ehrlich gesagt bei den Temperaturen ungewöhnlich, aber trotzdem denkt man schon mal an die Winterzeit. Mhm. Da hast du mal einen Tannenbaum oder sowas mit der Beleuchtung irgendwo und der Stecker oder die Steckdose ist genau dahinter. Da willst du auch nicht jedes Mal krabbeln und die ganzen Nadeln fallen runter und bleiben dir in den Haaren in der Kleidung stecken. Dann machst du sie ganz einfach mit der Funkfernbedienung aus. Einfach nur eine kleine Steckdose dazwischen schalten und gut ist. Den Rest machen sie mit der Fernbedienung. Einfacher kann es nicht sein, bares Geld zu sparen. Und wir reden von Ihrem Geld, das Sie in der Zukunft sparen können. Bei Pöll.de in der Premium-Serie für knapp 30 Euro zu haben im 4er-Set. Bei uns für 27,54 €. 4 Stück plus Fernbedienung mit der Bestellnummer NC7538. Und die 569. Jetzt haben wir sehr viel über Strom und über Steckdosen gesprochen. Jetzt werden wir mal über Licht reden. Und auch da ist richtig Sparpotenzial vorhanden. Wir schauen uns um auf Position Nummer 4. So, und in der Top 10 Sparen ist der Platz 4 sogar 3 geteilt. Wir haben 3 verschiedene Lichtvarianten für Sie, mit denen Sie bares Geld sparen können. Anfangen werden wir mit einem 4er-Set LED-Filamentlampen. E27 ist die etwas dickere Fassung, die wir haben. Ganz werden wir genau. Gleich nochmal zeigen. Und die sind wunderschön und geben sehr schönes, warmweiches Licht ab. Entsprechen ungefähr 60 Watt einer Glühbirne, nur dass die keine 60 Watt verbrauchen, sondern gerade mal 7,2 Watt. Das ist ein Unterschied ohne Ende. Das ist, hier kannst du mal sehen, also, wo du richtig Geld sparen kannst. Diese Glühbirnen, die alten herkömmlichen Glühbirnen brauchen alle 40, 50, 60, vielleicht sogar 100 Watt. Diese Glühbirnen brauchen einen Bruchteil davon. Das heißt, wenn diese Lampe leuchtet, dann leuchtet die genauso lang wie eine normale Glühbirne. Sieht auch aus wie eine normale Glühbirne, spart ihnen aber unglaublich viel Strom. Und das sind jetzt nicht diese LED-Birnen, wie sie vor Jahren noch waren, die dieses ungemütliche, kalte, teilweise sogar grüne Licht machen. Die machen warmweißes Licht. Und haben hier eben ein unglaublich wohliges, die erzeugen eine unheimlich wohlige Atmosphäre. Sie kennen das vielleicht noch,
Sie kennen das vielleicht noch von den Lampen, die zuerst rauskamen. Wir haben das bei uns in der Küche gehabt. Nee, auch so, so eine LED-Birne, als sie rauskam, haben wir uns die gekauft. Da sah die Butter grün aus. Das ist jetzt also wirklich vergleichbar mit einer richtigen Glühbirne. Wenn Sie hier ganz genau ranschauen, die werden auch nicht heiß. Ich kann da meine Hand drauf tun. Wenn Sie die ganz genau anschauen, dann sieht das sogar so aus, als hätte die Glühdrähte. Und das liegt daran, dass wir hier ganz viele LEDs an so einem Draht aufgehängt haben. Das sieht aus, als wenn ein Draht hier glüht. Die Lebensdauer dieser Glühbirne ist auch unglaublich, 20.000 Stunden. 20.000 Stunden? Das sind 700 Tage nonstop. Da hätte also ich 120 Glühbirnen für ihr braucht für die Zeit. Ganz genau, ganz genau. Wir haben da hier verschiedene und ich drehe die mal eben raus hier. Ich will die drehst du raus, die ist doch heiß, oder nicht? Die ist eben nicht heiß. Guck mal, kannst du sehen, diese Drähte, wenn ich es rausdrehe, wie die ein bisschen nachschimmern? Ja. Das sieht also wirklich aus wie ein richtiger Glühdraht, sage ich mal. Ne? Das hier ist jetzt die, ist ein bisschen dunkel, okay. Das ist jetzt die mit der großen Fassung. Gleich zeige ich Ihnen noch die mit der kleinen Fassung. Ich finde das unglaublich, dass sie so schönes Licht machen für diese LED-Birnen. Das nennt sich eben Filament, dass sie eben aussehen wie Glühdrähte. Hier haben wir die in der großen Fassung, das sind die E27-Fassung. Wir haben hier, und die nehme ich jetzt mal raus, damit Sie die mal sehen können. Ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen hier. Das hier ist die mit der kleinen Fassung. Sehen Sie das? Und bei der kleinen Fassung, bei der großen hatten wir ein Vierer-Set, bei der kleinen haben wir ein Dreier-Set, was wir Ihnen hier anbieten. Auch die ist unglaublich hell, das kann ich Ihnen auch gleich mal zeigen. Nehme ich mal die große raus und mache die kleine ran. Und auch hier haben wir 15.000 Stunden Leuchtdauer, 470 Lumen und die braucht nur 4 Watt. Jetzt mache ich mal diese hier an. 4 Watt. 4 Watt für so viel Licht. 4 Watt? Das ist wirklich beeindruckend. Und wie gesagt, die werden nicht heiß, weil die halt ganz wenig Strom nur brauchen. Das sind so diese typischen Birnen, das sind also diese Kerzenbirnen, die man für einen Lüster verwendet. Oder man ganz genau. Für eine schöne Eckstehlampe oder irgendwie. Ja, du sagst so, aber wir haben bei uns auch so 2 Lüster bei uns in dem Flur. Ja. Und da hatte ich auch erst diese einfachen LED-Birnen, aber das sieht nicht aus, wenn da einfach so ein klumpenweißes Licht ist. Das muss schon schick aussehen hier mit diesen Glühdrähten, mit diesen imitierten Glühdrähten. Das sind diese Filamentlampen, die eben fantastisches Licht machen und aussehen wie eine richtige Glühbirne. Haben wir als Dreier-Set mit gerade mal 4 Watt Verbrauch. Also das kann man nur wirklich mehr oder weniger vernachlässigen. Da ist natürlich auch wieder so ein Thema, gerade jetzt im Winter, da wird es dann wieder um 4,5 Stock finster, da machst du wieder die Lampen zu Hause an und bombs, verbrauchst du automatisch wieder mehr Strom. Und das in einer Zeit, wo der Strompreis ganz einfach durch die Decke geht. Deswegen nutzen viele die Möglichkeit, natürlich auch schon beim Licht einschalten mit den Birnen entsprechend zu sparen. Und deswegen haben wir einmal diese Filamentgeschichte mit der E27, der großen Fassung im Vierer-Set für keine 14 Euro. Mit der ZX1924 und der 569 die Kerzen, mit der kleinen, mit der E14-Fassung, mit der Bestellnummer NX5514 und der 569 3 Stück für keine 7 Euro. Es gibt aber auch noch diese Glasspots, wenn Sie diese Strahler unter der Decke zum Beispiel haben. Ja. Da habe ich früher bei uns zu Hause die 60 Watt-Spots reingedreht und die waren alle 3 Wochen kaputt. Jetzt geht das Ganze natürlich dann also auch mit modernster LED-Beleuchtung und auch das in einem schönen Warmweiß. Ja, diese Spots, das war ja mal ganz modern. Da hat man 2 Drähte irgendwo hingehängt, ein Trafo dahinter noch gehängt und dann diese Birnen aufgehängt. Sieht natürlich super schick aus, ja. Aber da hast du halt 60 Watt die Stunde gebraucht. Das heißt, du hast an einem 12, 13, 14 Stunden, wenn du das laufen lassen, hast du eine Kilowattstunde verballert. Das sind im Monat 15, 20 Euro. Super. Hier haben wir das Gleiche mit 6 Watt. Was ist das für ein Anschluss? Sind das so kleine Stifte oder sind das diese Knöpfe? Der nennt sich GU5,3. GU5,3. Müssen Sie mal nachgucken, das sind diese zwei kleinen Stifte. Die gibt es ja mit Teller noch dran. Ja, irgendwie, ne? diese Knöpfe, die man so reindreht und dann gibt es eben diese Stifte. Das sind diese zum Reinstecken einfach. Ja. Diese ganz einfachen hier mit dieser Steckverbindung. Und da haben wir das 6er-Set hier für Sie. Die Lebensdauer ist auch nicht ein paar Wochen, sondern 15.000 Stunden bei denen. 500 Lumen hell, also wirklich auch sehr, sehr hell. Und ich weiß, viele meiner Freunde haben die noch. Die werfen die auch nicht weg, weil sie denken, ach, das ist so schönes Licht, was die machen. Aber jetzt kann man die eben auch mit nur 6 Watt betreiben und nicht mit 60 Watt. Das ist ja gerade der Punkt. Ich weiß gar nicht, wie oft die auf der Leiter gestanden haben. Wir hatten mit Sicherheit so 30, 40 Stück davon unter der Decke nachträglich reingezogen. Das Strahler kostet reingesetzt. Ein Schweinegeld. Möchte ich ja nicht wissen. Früher war das kein Thema. Ja, so ist bei egal. 15, 20 Cent pro Kilowattstunde hast du die mal laufen lassen. Gerade im Winter machst du große Licht an.
Sieht natürlich auch klasse aus. Mittlerweile überlegt man sich das dreimal. Und vor allen Dingen ist das jetzt hier mal eine richtige Alternative, denn diese Leistung hier, dieser Glasspot liegt bei knapp 40 Watt. Wenn es ein normaler Strahler wäre, hier natürlich deutlich geringer und auch hier ist ein enormes Sparpotenzial vorhanden. Ja. In der Premium-Serie bei den Kollegen von Pearl.de zu haben, am meisten bestellt und am besten bewertet, für knapp 21 Euro, bei uns unter 20, das 6er Set mit der Bestellnummer NC7653 und die 569. Jetzt haben wir Ihnen auch noch gezeigt, wie Sie mit den entsprechenden Birnen bzw. mit den LED-Strahlern, je nachdem, für welche Variante Sie sich da entscheidenbares Geld sparen können. Jetzt wenden wir uns mal dem Thema Zugluft zu und kommen mal zum Thema Heizkosten für diesen Winter. Und das finden wir auf Position Nummer 3. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Das ist flammneu bei uns im Programm, habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen. Ein sogenanntes Fenster- und Türendichtungsband. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Du kennst das vielleicht noch von früher. Es ist ein selbstklebendes Band, was du in die Fenster oder in die Türen reinklebst. Ja. Und dadurch dichtest du die Fenster und Türen mehr ab. Wo, am Übergang zum Fensterrahmen, von der Scheibe zum Rahmen? Oder ganz was? Genau, zwischen Fenster und Rahmen oder zwischen Tür und Rahmen. Ja. Da kommt ja Luft durch. Ja. Und gerade wenn du jetzt so eine Flurtür hast oder du hast eine gute Stube, die du geheizt hast, willst aber der Rest der Wohnung ist kalt, dann zieht da immer kalte Luft rein. Mhm. Von draußen sowieso, wenn du ältere Fenster hast. Und neue Fenster kaufen ist verdammt teuer. Das hier ist jetzt ein hochwertiges, selbstklebendes Fenster- und Türenband. Ja. Sie sehen das hier, das hinten, wir haben die in zwei verschiedenen Farben. Moni hat das Weiße, ich habe das Schwarze. Wir fangen, glaube ich, auch mit Weiß an. Mit Weiß, das Weiße zeigen wir als Erstes, aber egal, ist das gleiche Prinzip. Ist es genau das gleiche Prinzip. Ja. Schauen Sie mal hier, das Profil davon, das ist so ein doppeltes, U, möchte ich fast schon sagen. Ja. Das heißt, da kommt wirklich keine Zugluft mehr durch. Das Ganze ist selbstklebend. Du kriegst hier 16 Meter von diesem Band. 16 Meter sind das. Das reicht also auch für eine ganze Reihe von Fenstern und Türen. Ja, die haben ungefähr so eine 90er Breite, so Standardbreite. 90 bis 1 Meter ungefähr. 90 bis 1 Meter ist eine Tür und Fenster, glaube ich, auch. Ja. Also da kommt man also wirklich sehr weit mit. Die kosten auch nicht viel. Sind aber sehr, sehr effizient, um ihre Heizkosten eben unter Kontrolle zu halten, weil ihr Heizkörper, der hat ja einen Thermostat, der heizt, bis er eine Temperatur erreicht hat. Yeah. Wenn da von außen immer kalte Luft reinkommt, dann haut er natürlich richtig und auf die bollert, Tasten und fängt an zu bollern. Das ist eine sehr einfache, sehr effiziente Art, eben hier Heizkosten ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen, wenn Sie eben Zugluft haben bei sich. Mit Fenstern oder Türen ist auch ein bisschen schallisolierend, aber ich finde das so genial, wie einfach das ist. Früher waren die aus Schaumstoff, die waren nur so gefusselt und alles. Diese hier sind richtig aus hochwertigem Material, sehr einfach anzubringen und kannst du eben auf die entsprechende Länge zuschneiden. Ja. Und dann einfach, weil es selbstklebend ist, kannst du die ganz einfach an Rahmen, Fenster, Türrahmen und an der Tür anbringen. Das ist ja häufig so, du willst ja die warme Luft in einem Raum haben. Du willst ich möchte die warme wetten, dass viele wahrscheinlich in der Wohnung, in ihrem Zuhause jetzt in dem nächsten Winter die Türen sicherlich mal häufiger zumachen werden. Nur wenn es dauernd zieht durch die Türen oder vielleicht auch durch die Fenster von draußen nach drinnen, dann bringt das natürlich herzlich wenig dazu zu heizen. Heizen so ungefähr 20-30% für die Nachbarschaft, sagt meine Eltern früher immer. Und das kann man damit ganz einfach verhindern. Und ja, natürlich nach drinnen und draußen isoliert das eben in beide Richtungen hier. Und das ist hier einmal in Weiß, einmal in Schwarz. Haben wir in Weiß mit der Bestellnummer ZX6122 und der 569, 16 Meter auf der Rolle. In Weiß für 8,54 Euro hier bei uns im TV-Sonderpreis und in der Farbe Schwarz, auch da 16 Meter auf der Rolle, für 7,59 Euro mit der Bestellnummer ZX6123 und die 569. Kann man sich eine passende Farbe aussuchen. Schauen Sie mal kurz drüber oder peilen Sie mal über den Daumen, wie viele Meter Sie ungefähr brauchen. Da machen vielleicht auch mal 2 oder 3 Rollen ohne weiteres Sinn. Aber auch wenn es unter der Tür zieht, ist das eine sehr, sehr unangenehme Geschichte. Unabhängig davon gibt es richtig eiskalte Füße und dagegen haben wir was. Platz Nummer 2. Ich habe bei mir
hier an der Tür noch ein schäbiges, abgelutschtes, schwarzes irgendwas an der Tür kleben. Das muss ich dringend ersetzen. Aber ich habe ungefähr einen Zentimeter Spalt zum Treppenhaus. Und wenn da jetzt bald nicht mehr geheizt wird, da zieht mir da die kalte Luft rein. Und da möchte ich natürlich auch nicht. Transparent, oder? Nicht nur die kalte Luft rein, auch die warme Luft raus. Ja. Das ist das Problem hier. Meine Nachbarn sollen selber heizen. Sie kriegen hier ein Viererset transparente Zugluftstopper, heißt es. Und so sieht das Ganze aus. Sie haben hier auf der einen Seite selbstklebendes PVC, es ist wetterfest und transparent. Und das bringen Sie am unteren Teil Ihrer Tür an. Und das hier reicht dann bis zum Boden und dann kommt keine Luft mehr hier durch. Es geht keine Luft mehr nach draußen, keine warme Luft aus Ihrer Wohnung, es kommt keine kalte Luft von draußen rein. Die sind kinderleicht zu installieren, das Viererset hier. Ein Set hat 100 x 2,8 cm. 100 cm reicht für alle Türen, die ich kenne. Und 2,8 cm, das ist schon ein ganz schöner Spalt, den man da abdecken kann. Ne? Ja. 2,8 cm ist so viel. Und wenn ich weniger habe, dann bringe ich das einfach ein bisschen weiter oben an. Das Material ist fantastisch, weil es eben wetterbeständiges, transparentes PVC ist. Das hält sehr, sehr lange. Ich bin über zwei Sachen überrascht. Zum einen, dass das Ganze so flexibel ist auf der Rolle. Ich dachte, das wären so Stücke. Ja, mit so einem Meter Länge oder sowas. Gibt's die ich dann auch, aber die muss man dann zuschneiden. Aber dass das so flexibel ist, mache ich mit der normalen Haushaltsschere. Ja. Und das Selbstklebende finde ich großartig. Also ganz ehrlich, also wenn du mehr als 2 cm Spalt unter der Tür hast, dann hast du ein ernsthaftes Problem. Ja, hier so ist 2,8 cm kannst du das damit... Das ist großartig. Also das ist fantastisch. Und das ist ja so, dass man zur Tür nach außen hat man dann immer einen Spalt und viele legen dann Kissen davor, Handtücher. Ich habe schon die merkwürdigsten Sachen gesehen. So ein Zugluftstopper-Dackel. Ja, das sieht natürlich komisch aus. Ne? Das ist sehr stilvoll. Es fällt überhaupt nicht auf, weil es eben klar ist. Es ist transparent. Und damit kann man dann eben diese Luft, die von draußen reinkommt, und meine warme Luft, die von drinnen rausgeht, stoppen und spart damit wieder effektiv Heizkosten. Das ist großartig. Wieso habe ich mir hier 4er-Set notiert? Sind das 4 das von diesen Rollen? Das sind 4 Rollen? Stück. 4 von diesen Rollen? Ja, nein, es sind 4 Stück auf dieser Rolle. Ah, okay. Jetzt habe ich das verstanden. Also insgesamt für 4 Türen. Und die dichtet man ganz einfach ab und das selbstklebend, die Länge können Sie zuschneiden, in Meter hat das Stück und 2,8 cm in der Breite. Das dürfte also auch mal für einen breiten Spalt nach außen oder auch mal in der Wohnung reichen. 6,64 Euro mit der Bestellnummer NC7698 und die 569. Und jetzt zeigen wir Ihnen auf der Pump Position, da gehört dieser Artikel definitiv auch hin, wie Sie Heizkosten in Höhe von fast 30% Ihrer Gesamtrechnung sparen können. Zaubermittel. Und das machen wir mit Platz Nummer 1. Seien Sie gespannt. Clever heizen, zielgerichtet heizen, dann heizen, wenn man einen Raum auch nutzt und nicht, wenn man stundenlang diesen Raum gar nicht betritt. Das spart enorme Heizkosten, weil der Heizkörper ganz einfach reguliert wird und das vollkommen automatisch mit unserem programmierbaren Heizkörperthermostat. Das ist genial. Moni, Carsten, kann ich euch mal bitten, zu unserem Heizkörper zu gehen? Dann kann ich das nämlich mal demonstrieren. Es geht darum, dass wir Heizkosten senken wollen. Heizkosten sind in den vergangenen 3 Jahren enorm gestiegen. Gas oder Öl haben 2019 720 bzw. 855 Euro gekostet für ein normales Einfamilienhaus. Hier sehen wir mal die Statistik. Jetzt, heute, August 2022, zahlen Sie für die gleiche Leistung 2340 Euro. Und das ist, wenn du Bestandskunde bist. Wenn du Neukunde bist, liegst du bei 4000 Euro. Das ist besorgniserregend. Das ist richtig viel Geld. Wir können das sparen mit diesen tollen, tollen Heizkörpern. Die Heizkörper sind ausgesprochen elegant, schick. Und haben eben eine genaue Temperaturanzeige. Ihr alter Thermostat, wir haben hier so einen alten mal, da steht eine Zahl von 1 bis 5 drauf. Ich habe keine Ahnung, was das in Temperatur ist. Das heißt, wenn mir zu kalt ist, drehe ich ihn auf 5. Wenn es zu warm ist, drehe ich ihn runter auf 1 oder 2. Aber hier mit diesen können wir die exakte Temperatur einstellen. Das heißt, wenn meine Wohlfühltemperatur 21 Grad ist, dann ist mein Zimmer in dem dieser Heizkörper steht
auch auf 21 Grad. Wenn es 25 Grad ist, sind es 25. Wenn es 18 oder 19 Grad sind, sind es weniger. Dieser Thermostat lässt sich unglaublich leicht wechseln. Sie brauchen keine Angst davor zu haben, das selber zu machen. Da brauchen Sie keinen Heizungstechniker dafür. Ich meine, wir wissen alle, dass in Heizkörpern Wasser ist. Aber hier ist ein Ventil drin. Da kommt kein Wasser raus. Das müssen Sie einfach Ihr altes Heizkörperthermostat drehen Sie ab. Das neue drehen Sie dran und schon sind Sie hier in the game, sagt man so schön auf Neudeutsch, können dann eben die Temperatur selber einstellen. Und das ist fantastisch. Das hat außerdem eine Kindersicherung, das heißt, wenn Ihr Steppke damit rumspielt, bleibt die Temperatur trotzdem richtig. Es hat eine Booster-Funktion, das heißt, wenn es mal richtig kalt ist und ich will, dass es schnell warm wird, drücke ich einfach den Knopf, schon wird es schnell warm. Und es hat eine Erkennung eines offenen Fensters. Wenn du ein Fenster aufmachst, wird es auf einmal ganz kalt im Winter. Mhm. Und jede normale Heizung, jeder normale Thermostat würde anfangen so, jetzt zeige ich es denen mal richtig und fang an loszubollern. Der hier ist wirklich ganz so schlau, dass er das eben auch noch erkennt. Das Coole an diesem Heizkörper ist, dass er programmierbar ist und steuerbar mit einer App. Für jedes Handy, kinderleicht zu installieren. Und dann kann ich meine Temperatur hier vom Komfort meines Sofas selber einstellen. Schauen Sie mal, was die alles zeigt. Die zeigt, dass wir im Moment 24,9 Grad haben hier im Studio. Und ich habe ihn jetzt eingestellt auf 17 Grad. Ich kann ihn aber auch hier auf 23,5. Ich stelle mal höher. Jetzt würde mein Thermostat anfangen zu arbeiten, weil es jetzt möchte es wärmer als 24,5 Grad haben. Das heißt, ich kann hier, ohne mich zu bücken, weil die meisten Heizkörperthermostate sind ja so auf Oberschenkelhöhe. Äußerst unpraktisch. Ja. Äußerst unpraktisch. Da muss ich mich bücken und dann noch das Display lesen und alles. Bisschen schwierig. Hiermit ganz komfortabel. Ich kann außerdem, und das ist der riesengroße Vorteil hier, da auch noch Zeitfenster einstellen. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich nachmittags um 5 zu Hause bin und gerne mich so bis 9, halb 10 in der guten Stube aufhalte, kann ich den hier programmieren, dass der um 4:30 anfängt zu heizen, dass ich in ein warmes Zimmer komme. Auf Zieltemperatur sogar. Ganz genau. Mal ganz, ganz ehrlich, wenn wir normalerweise in den vergangenen Wintern, wo Heizen noch relativ erschwinglich war, wenn wir es warm haben wollten, abends, wenn wir nach Hause kommen, dann haben wir den Heizkörper so auf 3, 4 gestellt und den ganzen Tag laufen lassen. Das müssen Sie nicht, das dürfen Sie fast nicht bei dem Geld, was Sie da zum Fenster rauswerfen. Yeah. Sie heizen in dem Moment da, wo Sie sind. Und das kann ich programmieren. Ich kann programmieren, dass mein Schlafzimmer abends um 10, von 10 bis 11 läuft, zum Einschlafen, dass es schön warm ist. Yeah. Und dass es von 6 bis 7 wieder läuft, dass es warm ist, dass ich da eben angenehm aus dem Bett komme. Mein Bad vielleicht von 7 bis 8, weil ich muss das Bad nicht den ganzen Tag heizen. Nein. Ich bin da 1, 2 Stunden am Tag drin. Und das ist eben morgens um 7, wenn ich mich fertig mache. Und genauso ist es mit der Küche, mit den Kinderzimmern. Wenn die Kinder in der Schule sind, warum muss da geheizt werden? Die kommen um 1 aus der Schule zurück. Es reicht, wenn die Heizung da um 12:30 angestellt wird. Das können Sie natürlich manuell machen, indem Sie jedes Mal, bevor Sie gehen, aus dem Haus gehen, alle Heizkörper runterdrehen. Ach du lieber Himmel. Jedes Mal, wenn Sie nach Hause kommen, frieren Sie erstmal, drehen alle Heizkörper wieder hoch und dann dauert das nochmal einen Moment. Ja. Moni, ich wohne in Bremen. Ich komme montags morgens hier irgendwann zwischen 9 und 11 an. Und jedes Mal, wenn ich letzten Winter nach Hause gekommen bin, war ich mit Jacke bei mir in der Wohnung. Weil ich natürlich übers Wochenende die Heizung ausgemacht habe. Ich habe dann die Heizung angemacht. Und die lief den ganzen Tag, bis ich abends nach Hause kam, weil es war kalt. Ich wollte in eine warme Wohnung gehen. Das können wir uns diesen Winter wirklich nicht mehr leisten. Unglaublich komfortabel durch diese App. Ein programmierbarer Heizkörper hilft Ihnen, 30% Heizkosten zu sparen. Und das ist eine ganze Menge Geld. Wenn wir bei fast 2.400 Euro im Jahr sind für Heizkosten dieses Jahr, wie es prognostiziert wird, dann sparen wir dadurch 800 Euro. 800 Euro. Ja, das ist schon lieber von in Urlaub. Da fährt man aber richtig fett in Urlaub von. Ne? Mit 800 Euro wüsste ich Besseres anzufangen. Ja. Aber das ist Potenzial, was wir nutzen können, ohne drunter zu leiden. Wir frieren ja nicht. Wir frieren überhaupt nicht. Wir heizen
intelligent. Wir haben noch einen Artikel von der Computerbild, was genau diese 30% anspricht. Smarte Thermostate, damit heizen Sie richtig und sparen Geld. Heizkosten sparen und trotzdem nicht frieren, heißt es in diesem Artikel. Das ist einfacher als gedacht. Alles, was Sie fürs richtige Heizen brauchen, ist ein smarter Thermostat. Ihr batteriebetriebener Motor lässt sich ganz einfach über Smartphone steuern. Und je besser Sie sich mit Ihrem Lebensrhythmus anpassen, desto leichter erzeugen Sie Wohlfühltemperatur und sparen bares Geld. Wichtig noch das, was ganz unten steht, bis zu 30% Ersparnis sind da ohne weiteres drin, wenn man es ein bisschen clever angeht und vor allen Dingen, wenn man das richtige Rüstzeug dafür hat. Ganz einfach vernünftig und clever zu heizen. Achten Sie ein bisschen drauf, wann halte ich mich wo auf. Die meisten Menschen haben speziell unter der Woche immer einen ganz bestimmten Rhythmus. Da kann man den Heizkörperthermostat entsprechend einfach drauf einstellen. 5 verschiedene Heizstufen oder Heizphasen können Sie hier pro Tag einstellen. Natürlich auch mit Booster, wenn es mal schnell gehen soll. Einfacher kann man eine Heizung zu Hause nicht mehr einrichten. Das ganz komfortabel, direkt vom Smartphone aus. Vom Sofa aus, kein Bücken, kein gar nichts, ganz einfach kurz die einzelnen Räume ansteuern, kurz sagen, wann was geheizt werden soll und dann ist gut. Zwischendurch kann man es natürlich jederzeit wieder ändern. Einfach und komfortabel und dabei auch noch bares Geld sparen. Denkbar einfach vom Einbau, ist übrigens auch ein Metallring dran, kein Kunststoff, das heißt, den können Sie also auch gerne, wenn Sie umziehen, wieder runternehmen, den alten Thermostat wieder drauf und den hier auch gerne in der neuen Wohnung verwenden, wenn Sie möchten. Top-Qualität, die wir Ihnen anbieten. Und das hier für wirklich mal kleines Geld. Ein Dreier-Set für 94,99 €. Wir haben den einzeln, wir haben den als Dreier, wir haben den aber auch als Sechser-Set, je nachdem, wie viele Heizkörper oder wie Sie in der Wohnung haben oder wie viele Thermostate Sie brauchen. Carsten, eins wollte ich noch eben mal zeigen. Hier sehen wir das Dreier-Set übrigens im Bild mit dieser wirklich wunderbaren App. Also einfacher geht es nicht. Einfach dran drehen. Aber was ich Ihnen noch mal zeigen wollte, hier ist jetzt dieser Thermostat, ist auf 18 Grad eingestellt. Ja. Wenn ich da jetzt dran drehe, können Sie sehen, Moni, kannst du mal drehen, können Sie sehen, wie sich die Temperatur ändert. Guck mal. Jetzt gehen wir runter, wenn du andersrum geht. Lieber ein bisschen wärmer. Bitte. Das habe ich mir fast gedacht. Du drehst in die falsche Richtung, oder? Also es ist doch unglaublich. Ja, jetzt fühle ich mich wohl. Das ist doch unglaublich, was möglich ist heutzutage. Ja. Von den Thermostaten, wir haben den einzelnen, wir haben das Dreier, jetzt hier das Sechser-Set, was Sie sehen, lässt sich jeder Thermostat einzeln ansteuern über die App. So, und das ganz bequem vom Sofa, von Ihrem Lieblingsplatz, vom Küchenplatz aus. Steuern Sie jeden einzelnen Thermostat an, sagen ihm, wann der die Heizung hochdrehen soll, auf welche Temperatur er sie hochdrehen soll und sparen Sie damit ganz einfach bares Geld. Haben wir im Sechser-Set für insgesamt 180,49 €. Porto und versandkostenfrei geliefert. Ab Lager geliefert und vor allem pünktlich geliefert, bevor die Heizungsperiode losgeht. Wir haben jetzt Ende August, Anfang September. Ja, ich sag mal so 4 bis 5 Wochen noch. Da wird es vielleicht auch gerade morgens und abends ein bisschen frisch. Da kann man schon anfangen, bares Geld zu sparen. Wenn Sie übrigens möchten, lässt sich das Ganze, das wäre das Rundum-Sorglos-Paket, auch gerne von unterwegs nochmal steuern. Dazu braucht man ein sogenanntes Gateway. Das verbindet Ihre Thermostate mit dem Internet und damit logischerweise auch mit Ihrem Smartphone. Ja, das Gateway oder Bridge, also Brücke auf Deutsch, das überbrückt praktisch das WLAN zum Bluetooth zu diesen Heizkörper-Thermostaten. Das heißt, jetzt habe ich die Komplettlösung. Ich kann von unterwegs meinen einzelnen Heizkörper steuern. Ja, ja. Zum Beispiel, ich habe den programmiert, dass ich um 5 gerne in einer guten Stube bin. Jetzt gehen wir aber abends vielleicht noch mal Karten spielen oder was essen oder sonst irgendwas. Dann brauche ich das gar nicht. Dann gehe ich einfach in meine App und sage, heute nicht. Heute machst du erst 2 Stunden später. Und damit habe ich noch mal mehr Geld gespart. Das ist der Vorteil. Ja. Und für, ich sag mal, gut 20 € kriegen Sie hier ein Gateway, eine Brücke, sage ich mal, mit der Sie dann von egal wo Sie sind, mit Ihrem Handy Ihre Temperatur ändern, einstellen, an, ausmachen, was immer Sie wollen, umprogrammieren. Fantastisch eben, auch wenn Sie mal vergessen, Sie fahren in Urlaub, oh mein Gott, ich habe die Heizung nicht aufgemacht. Oder die läuft jetzt 2 Wochen auf 5. Die läuft jetzt 2 Wochen auf 5, ja. Passiert ja schon mal, ne? Ja, kannst du das Fenster aufmachen und Geld rausschmeißen. Ja. Kannst du gleich verbrennen, ne? Ja, dann ist auch eine Wärmequelle. Ja, super. Unsere Heizkosten sind enorm gestiegen. Nee, dann doch bitte ganz einfach hier über das Smartphone ganz einfach zu- oder abschalten. Man kennt es auch schon mal, man kommt eine Stunde oder zwei früher nach Hause, aber die Zeitschaltuhr sagt dann von mir, es ist ab 18 Uhr, Sie stehen aber um 16 Uhr in der Wohnung und wollen dann nicht mit blauen Lippen erstmal eine Stunde auf dem Sofa sitzen, bis die Heizung an ist, dann schalten Sie einfach von unterwegs die Heizung zu
und steuern das Ganze ganz bequem von Ihrem Smartphone aus. Sie sehen schon, gerade diese programmierbaren Thermostate sind großartig. Ganz egal, ob Sie die draufschrauben und ganz einfach manuell von der Temperatur her einstellen. Noch bequemer natürlich über Bluetooth vom Smartphone aus jeden einzelnen Thermostat separat ansteuern. Bequem auf dem Sofa sitzen mit Zeitzonen und so weiter kann man alles einstellen. Denkbar einfach zu machen. Oder mit diesem Gateway oder mit dieser Bridge ganz einfach eben auch von unterwegs. All diese Möglichkeiten gibt es. Wir haben jedes einzelne Modell für Sie einzeln. Vielleicht auch mal zum Testen für Sie, ganz interessant. Wir haben sie in der Dreier- oder in der Sechser-Kombination. Entweder für zu Hause oder eben auch von unterwegs steuerbar. Also wir haben da alle Möglichkeiten für Sie vorbereitet. Wenn Sie genau noch mal nachschauen möchten, schauen Sie auch gerne noch mal bei uns im Internet vorbei unter pearl.tv. Da haben Sie die einzelnen Sets, die Kosten dafür und die entsprechenden Bestellnummern noch mal chronologisch sortiert. Und ich glaube, und ich spreche, glaube ich, an dieser Stelle auch für uns alle drei, wir haben Ihnen in dieser Sendung eine ganze Menge Möglichkeiten gezeigt, wie Sie bares Geld sparen können. Wir haben Stromsparmöglichkeiten gezeigt, wir haben beim Licht Sparmöglichkeiten gezeigt und auch